Also ich finde das sehr wichtig, dass man überhaupt das ganze Leben bewusster wahrnimmt. Ich habe schon als Kind eigentlich immer gesagt, dass ich Bäckerin werden möchte. Ich glaube, mit 23 war das dann, war ich die jüngste Bäckermeisterin Österreichs. Also das Bäckerhandwerk, was ich hier gelernt habe beim Großvater, das muss man halt wirklich lernen. Und es gibt heutzutage beinahe keine Bäckereien mehr, die das so machen. Also wirklich mit den Händen arbeiten. Ich finde halt gerade das Spannende, dass man dieses ganz traditionelle, bodenständige Handwerk mit online verbindet. Weil Brot gibt es seit Ewigkeiten. Brot gibt es in jeder Kultur, Brot gibt es einfach schon immer. Und wenn man das aussterben lassen würde, das wäre echt verdammt schade. Es gab immer wieder harte Momente. Ich habe den Betrieb übernommen 2006. Das war eigentlich gerade super, der richtige Beginn der Wirtschaftskrise. Das war mal Punkt 1. Dann haben die Supermärkte alle richtig durchgestartet mit Brot und Gebäck. Das war mal das Nächste. Dann haben wir im Nebenort eine Filiale gehabt, 80 Jahre lang. Da ist dann eine größere Bäckerei gekommen. Das war billiger mit dem Preis natürlich. Die haben uns komplett weggestampft. Und ich habe mich halt dann irgendwie immer das Beste daraus gemacht und habe mich halt dann kleingeschrumpft vom Betrieb der Großeltern mit Filialen auf das hier. Also man muss schon ein bisschen mit der Zeit gehen, logischerweise, ja. Es kann auch nicht alles immer gut laufen. Es kann auch nicht alles immer perfekt und super und komplett easygoing sein. Das gibt's nicht. Ich glaube einfach, man muss selber die Einstellung bekommen, dass man es locker nimmt. Und das kriegt man einfach mit der Zeit. Das kannst du nicht von heute auf morgen lernen, glaube ich, sondern das kriegst du eben genau durch diese Tiefschläge, wirst du einfach routinierter und wirst lockerer und nimmst einfach manche Dinge, die du mit 25 hättest, da vielleicht gedacht, oh mein Gott, wie soll das gehen und die Welt bricht zusammen. Heute denkst du, pff, was ist das, ne? Ich glaube, man muss einfach wirklich seine Ideen umsetzen, konsequent, sich nichts von anderen einreden lassen. Also schon immer wieder anderen zuhören, aber im Prinzip muss man selber entscheiden, wo man hin möchte, was man möchte und das mit einer gewissen Konsequenz wirklich durchziehen. Wichtig ist, dass die Leute die Produkte mögen, dass es ihnen gut tut und dass es einfach gut schmeckt. Das sind die Hauptfaktoren. Alles, was dann noch zusätzlich kommt, ist halt ein Plus. Ich meine, man muss halt manchmal ins kalte Wasser springen, dass man was Neues erlebt oder dass man einfach sich traut. Und da geht es dann entweder nur, machst du es oder machst du es nicht. Ein bisschen Mut muss man schon haben.